Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute habe ich einen weiteren FIFA Talk am Start. Das heißt, wir reden wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Und falls ihr das nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben und vielleicht sogar ein Abo da. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt rein mit dem ersten Thema. Und zwar geht es hierbei um die Demo. Und zwar wurde da das Release-Datum unabsichtlich schon veröffentlicht von EA. Und zwar ist das der 15.09. Das Ganze wird also circa in einer Woche rauskommen. Also die Demo war sozusagen schon kurz verfügbar im Shop. Das haben aber nicht viele mitbekommen, beziehungsweise ich glaube, man konnte sie sich dann gar nicht richtig downloaden. Tatsache ist aber, dass das Release-Datum da eben schon gestanden ist und das ist eben der 15.09. Wir gehen rein direkt ins zweite Thema, ohne lange zu schnacken. Und zwar geht es hier um die Edition, welche ihr euch holen solltet. Es gibt ja die Standard-Edition, die Ronaldo-Edition und die Icon Edition. Die Ronaldo Edition kostet 90 Euro im PS Store, die Icon Edition kostet 100 Euro. Und falls ihr eben 3 Tage früher spielen wollt, müsst ihr euch Ronaldo oder Icon Edition holen. Und es gibt eben diesen Trick, dass du über das FIFA 17 Menü reingehst. Da im Menü findest du dann einfach ein Angebot. Minus 10% auf die Icon Edition, da klickst du drauf und dann bekommst du die Icon Edition eben auch für 90 Euro. Das heißt, die Icon Edition kostet dann genauso viel wie die Ronaldo Edition. Deswegen, wenn du früher spielen willst, solltest du dir eigentlich direkt die Icon Edition über dieses Angebot holen und nicht die Ronaldo Edition. Falls es dir egal ist, dass du 3 Tage länger warten musst, falls du dann erst am 29.09. spielen willst, dann hol dir einfach die normale Standard Edition. Okay, wir gehen rein ins dritte Thema und dabei geht es um den Trikottausch in The Journey. Und das habe ich bei Benji gesehen, ja, ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und zwar hat er da gemeint, beziehungsweise hat er da 2 Bilder gezeigt, und zwar, dass Ronaldo kurz mit Hunter da so den Gang entlang geht, ja, rein ins Spielfeld sozusagen. Und da reden sie kurz über den Trikottausch und am Ende tauschen sie das Trikot auch. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das bei jedem Spiel so? Kannst du das immer machen? Kannst du das nur in The Journey machen? Kannst du vielleicht auch in Ultimate Team nachher irgendwie ein Trikot tauschen oder so mit irgendeinem Tastenklick? Glaube ich eher weniger. Ich glaube, das ist nur eine einmalige Sache in The Journey gewesen. Aber vielleicht Trikottausch irgendwie, vielleicht in Pro Clubs oder so, könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Aber auf jeden Fall ist es in irgendeiner Art und Weise möglich, ein Trikot zu tauschen. Wahrscheinlich aber nur in dieser einen Szene in The Journey. So Leute, wir sind auch schon angekommen beim vierten Thema, und zwar geht es hierbei um das Web-App-Release-Datum. Und zwar kommt die Web-App immer eine Woche vor dem Start von FIFA 18 raus, beziehungsweise vor dem neuen FIFA-Teil einfach immer eine Woche. Und ja, dieses Jahr dürfte das dann wahrscheinlich der 19. sein und am 20. sollte dann die Companion-App rauskommen. Also das ist die Vermutung, ein offizielles Datum ist leider noch nicht da. Ja, EA bleibt auf jeden Fall ruhig und sagt da gar kein Datum für uns. Aber es wird wahrscheinlich der 19. werden, der 19.09. und dann am 20., also am folgenden Tag, kommt dann meistens immer die Handy-App raus. Und ja, Freunde, viele haben mich auch gefragt, ja, was ist jetzt die Companion-App, was ist die Web-App, was ist fürs Handy, was ist für den PC, was ist für die Konsole und so. Und Leute, ganz kurz erklärt, die Web-App, die ist für den PC, im ganz normalen Browser, schaut ihr euch das an. Da könnt ihr eben auch alles machen in der Web-App, außer halt wirklich Gameplay zocken. Und die Companion-App ist genau dasselbe eigentlich fürs Handy. So, so einfach ist das erklärt. Okay, Leute, wir gehen jetzt auch schon rein ins allerletzte Thema, und zwar ins fünfte. Und zwar geht es hierbei nochmal um die Ratings, und zwar, ja, wurde jetzt eigentlich jeden Tag eine neue Rating-Session sozusagen rausgehauen, also immer 20 neue Spieler, glaube ich, waren es, und da müsst ihr auf jeden Fall immer reinschauen. Ich packe euch den Link dazu in die Beschreibung, wo ihr das immer nachschauen könnt, denn wenn ihr das einfach jeden Tag, keine Ahnung, 3-mal oder so aktualisiert, dann seht ihr da immer dann direkt die neuen Ratings, und das ist natürlich auch ganz nice, dass man dann direkt weiß, okay, was haben die Spieler für Ratings in FIFA 18. Ja, Freunde, das war es dann sich eigentlich auch schon mit der heutigen FIFA-Talk-Episode. Ich habe versucht, das Ganze heute mal ein bisschen kürzer zu halten, ein bisschen knackiger zu gestalten. Falls es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.